Ja, es wird ganz besonders süß in diesem Video und zwar gleich viermal süß. Wir schauen uns nämlich vier neue Haribo-Sorten an im neuen 90-Gramm-Pack. Was es mit diesem 90-Gramm-Pack genauer auf sich hat, das schaue ich mir auch an, beziehungsweise schauen wir uns auch an. Es geht auf jeden Fall um die Sauerwelle, die neuen Frohhalme, Kugelbunt, also alles neu und auch die Lustigs. Nach dem Intro geht es los und dann schauen wir uns mal an, was das Ganze hier eigentlich soll. Film ab und viel Spaß. Ja, das sind sie also. Erstmal danke an World of Sweets, die mir zwei Stück davon zugeschickt hatten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche das waren. Zwei Stück habe ich mir selber gekauft, neulich bei Aldi, da hatten sie die nämlich. Regulär bekommt man sie für 79 Cent zu kaufen. Und Achtung, es sind 90 Gramm Packungen. Alle vier, tatsächlich auch die, die sind ja hier sehr dicht. Alles 90 Gramm Packungen und Haribo bewerbt das auf der Webseite mit so einem Quatsch von wegen, ja, Tweens und Erwachsene haben jetzt irgendwie andere Gewohnheiten, wollen Abwechslung haben, bla bla bla, alles schön gut, jetzt haben wir Abwechslung. Sprich, mit Marketing wird dann so ein bisschen beworben, dass man jetzt ja kleinere Packungen auch hat und so. Ja, aber jetzt überlegt mal, 90 Gramm kosten 79 Cent und jetzt überlegt mal, was die regulären 200 Gramm Haribo-Packungen kosten, nämlich ungefähr 1 Euro. Sprich, wir haben hier eine pervers hohe Preiserhöhung um, was weiß ich, 80, 70, 80% drin. Bitte bedenken, ihr bezahlt für diese 90 Gramm so viel wie für 200 Gramm. Fast. Nicht ganz. Es soll jetzt hier nicht nur ums Gemecker gehen, aber ich will euch direkt sensibilisieren. Schön, dass es neu ist, schön, dass es neue Sorten sind, schön, dass sie, ich sag jetzt mal, sich was haben einfallen lassen. Aber Haribo freut sich, wenn ihr diese Dinger kauft, denn die verdienen deutlich mehr Geld dadurch auch. Ja, aber wir wollen natürlich auch schauen, ob die Dinger schmecken, sprich, ob es sich überhaupt lohnt, die zu kaufen. So fangen wir einfach mal an mit den Frohhalmen, die mache ich mal zwischendurch, um die Säure zu neutralisieren der Sauerwelle. Weil sauer lustig macht. Ich finde, die sehen auch ganz cool eigentlich aus. Solche Bänder ist jetzt ja nichts Neues, ist ja wie Haribo Schnüre, die breiten. Ja, ne? Vier Sorten: Apfel, Orange, Kirsche, Himbeere. Und da tun wir jetzt einfach mal rein. Ich würde jetzt einfach mal die Sorte Blau probieren. Ups. Weil sie mich irgendwie am meisten anmachen. So sehen diese Lappen aus. Lappen. Das klingt jetzt so. Ey, du Lappen. Guck dich mal an, ey. Schön mit Zucker außen, leicht sauer. Ja, ein schönes, künstliches Blaubeeraroma. Gefällt mir. Ich glaube, ich gebe mir nochmal einen Apfel. Oh ja, der typische Apfelgeschmack erinnert mich auch an diese Trolli-Äpfel, die mit meinen liebsten Süßigkeiten sind, diese runden. Also, ja, ist lecker. Doch, also, ne, versteht mich nicht falsch. Es geht mir hier nicht darum, auf Haribo rumzubashen. Es geht mir nur darum, euch zu sagen, dass Haribo hier auch indirekt eine riesige Preiserhöhung drin hat. Das ist halt einfach ein Fakt. So, zum Neutralisieren schauen wir uns mal die Frohhalme an. Hier ist ja schließlich Sahne drin oder Cream mit Zitronengeschmack. Vielleicht neutralisieren die ein bisschen die Säure. Die sind jetzt nicht so schlimm sauer wie so Center Shocks damals noch. Kennt ihr die noch? Alter, als Kind waren die richtig schlimm. Inzwischen als Erwachsener hat man schon so viel Scheiße gefressen, dass es gar nicht mehr so sauer ist. Wahrscheinlich hat man sich schon alles kaputt gemacht. Trotzdem wollen wir jetzt mal hier einfach mal so einen Frohhalm probieren. Die Idee ist ja, also der Name ist ja eigentlich lustig. Hier ist wie so eine Art Füllung drin. Er weich. Nicht so, ich sag mal, elastisch wie die. Tatsächlich. Zitronengeschmack kommt am meisten durch. Lecker. Aber ich erinnere mich auch an irgendwas. Ich weiß jetzt nicht mal, was es ist. Nur von diesem künstlichen Zitronenaroma. Kerl, was ist das? Ich weiß es gerade nicht genau, aber ich kenne es. Die Haribo Frohhalme. Lecker. Ich hätte jetzt so ein bisschen mehr dieses Cream gehabt. Man hat es hier eher so mild zitronig. Erinnert mich so ein bisschen vielleicht an so ein Zitronenbackaroma vom Geschmack. Aber sicherlich auch ganz gut. Die Kugelbunt, die kenne ich. Die gibt es in ähnlicher Art auch Danburi, dann bla 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 im Ausland. Wisst ihr, was ich meine? Das sind auch so ähnliche Kugeln gewesen. Daran erinnern sie mich. Haribo Kugelbunt, eine runde Sache. Fünf Sorten: Kirsche, Himbeere, Apfel, Zitrone, Erdbeere. Erdbeere ist jetzt hier rosa. Apropos Erdbeere, ich habe mal wieder Erdbeermarmelade gekocht. Großartig. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwann mal
Foodlove verspielt selbstgemachte Erdbeermarmelade. Dann könnt ihr mal Erdbeermarmelade made by Foodlove gewinnen. Wahrscheinlich will das eh keiner. Die Leute wollen immer nur Sweets haben. Aber ist ja auch sweet. Erdbeere. Außen so eine ganz knackige Hülle. Innen drin ein bisschen weicher. Sehr süß. Man sieht natürlich alle süß. Lecker. Aber tatsächlich, wenn man vergleicht, Zucker ist hier 60 Gramm, hier ist Zucker 77. Also es kam mir schon ein bisschen süßer vor und das schmeckt man. Ja, leicht künstliches Erdbeeraroma. Ach, blau ist Kirsche? Na, ist klar. Oh, das ist aber interessant. Auch ein recht künstliches Kirscharoma. Aber schmeckt mir gut, ist lecker. Kann man auch machen. Ja, also sind alle gut, ne? Ich komme jetzt nicht so an meine Favorites wie Truppifrutti ran, aber es ist ja mein persönlicher Geschmack. Lecker sind sie alle und ich glaube auch diese hier könnten mir ganz besonders gefallen. Die Haribo Lustix. Auch wie Sorte Pfirsich-Eistee. Ah ja. Tropical Passion, Cola und Erdbeere. Ob jetzt irgendeiner Pfirsich-Eistee erschmeckt hätte, wenn er es probiert hätte, ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt ja leider, von daher mal gucken, ob ich diesen Pfirsich-Eistee-Geschmack verifizieren kann. Ich finde jetzt hier die gelben. Na komm schon. So sehen die Mopeds aus. Es ist immer ein bisschen schwer, diese schmalen Sachen scharf zu stellen. So. Wenn zu wenig vor der Linse ist, fokussiert er das nicht. Dann muss man es immer antippen oder so. Und dann geht es scheinbar auch nicht. Okay, egal. Sehr feste. Boah, haben wirklich was zu beißen. Außen sauer, innen extra sauer. Ja. Sauer. Und lecker. Oh ja, das ist gut. Ich weiß jetzt nicht, ob da was mit Eistee bei war. Gucken wir mal, was Tropical Passion noch so kann. Also schön bunt ist das alles. Das sieht immer ganz fröhlich aus. Oh. Sehr gut, das Grüne. Also, wir halten jetzt mal fest. Die neuen Haribo, ich nenne es jetzt mal 90 Gramm Beschiss-Serie, schmeckt alles gut, sieht toll aus. Sauer macht fröhlich, zwei saure Sorten, eine cremige Sorte und solche zuckerigen Dinger. Wirklich lecker, schmecken mir sehr gut. Wie gesagt, nochmal um es zu sagen, versteht es nicht als grundsätzliche Kritik, aber es ist eine Preiserhöhung. 90 Gramm ist nicht viel. Andererseits kann man so Dinge einfach mal wegsnacken. Heutzutage geht es ja eigentlich nur noch darum, selbst bei Süßigkeiten Kalorien zu sparen, was ja absoluter Schwachsinn irgendwo ist. Vielleicht spielt auch das irgendwo eine Rolle, dass die heutige Gesellschaft keine 200 Gramm Packung mehr haben will, weil Zucker ungesund ist. Ich weiß es nicht, das gibt's halt auch. Nichtsdestotrotz könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ich habe sie, wie gesagt, bei Aldi im Angebot jetzt gerade gefunden für 49 Cent. Es war aber nur eine Aktion. Wenn ihr das Video seht, wird sie vermutlich nicht mehr geben. Schaut mal nach, wenn ihr sie im Angebot findet, könnt ihr sie gerne kaufen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gerne einen Kommentar von euch, was ihr zu diesen Produkten haltet. Habt ihr sie schon von diesen Produkten haltet? Habt ihr sie schon probiert? Ja, nein, vielleicht. Möchtest du mit mir gehen? Ja, ich danke euch. Macht's gut und ciao.